Hallo, heute gibt es ein paar Tipps zur Schnäppchenjagd auf Fahrräder. Im Gegensatz zu den meisten anderen Artikeln, zum Beispiel Autos oder auch Radios, werden von Fahrradmodellen fast jedes Jahr neue herausgebracht. Das sieht man meistens an den Jahreszahlen, die sich am Ende des Fahrrades bzw. des Fahrradnamens befindet. Wenn ihr einfach in die Produktsuche geht, findet ihr sehr viele Fahrräder mit dem gleichen Namen. Und sie unterscheiden sich meistens nur durch die Jahreszahl. Das hat die Bewandtnis, dass viele Hersteller die Modelle über viele Jahre lang mit demselben Namen produzieren und dabei nicht immer technische Änderungen vornehmen. Meistens wird dann nur die Farbe gewechselt und die technischen Änderungen beziehen sich dann nur auf große Produktwechsel. Zum Beispiel bei den Schaltungen bei Shimano werden die höherwertigen Schaltungen, also jetzt Dura Ace oder die XTR im Mountainbike-Bereich, nur alle 7 Jahre neu aufgelegt. In dieser Zeit ist also die Schaltung praktisch immer dieselbe, wenn ihr ein Fahrrad kauft. Wenn ihr also Geld sparen wollt, schaut vermehrt nach Vorjahresmodellen oder auch noch älteren Modellen. Im Gegensatz zu Jahreswagen ist es bei Vorjahresmodellen von Fahrrädern so, dass diese Räder neu und unbenutzt sind. Auf jeden Fall kann man sehr viel Geld sparen, wenn man auf ein Vorjahres- oder Vorvorjahresmodell zurückgreift. Die technischen Änderungen muss man natürlich gewissenhaft vergleichen. Am besten, man ruft sich das aktuelle Modell auf der Herstellerwebseite auf, inklusive der technischen Daten, und vergleicht es dann in der Shop-Seite mit der Herstellerseite, welche technischen Daten dort unterschiedlich sind. Das ist relativ einfach zu finden, weil viele Dinge, wie zum Beispiel die Kette oder die Schaltung, eindeutig bezeichnet sind und man sie sehr gut vergleichen kann. Wenn technische Änderungen vorgenommen werden an den Rädern, ist das nicht immer zum Vorteil vom Kunden. Das hat etwas mit den Wechselkursen zu tun. Im japanischen Bereich, also Shimano, oder auch im chinesischen Bereich ist der Yen eigentlich als Wechselwährung immer zu beachten. Und diese hat manchmal Schwankungen. So kann es vorkommen, dass ihr ein Vorjahresmodell seht, was wesentlich besser ausgestattet ist, preiswerter ist als das aktuelle Modell. Das kann vorkommen. Natürlich gibt es auch den anderen Weg, dass ein aktuelles Modell besser ausgestattet ist als ein Vorjahresmodell. Einfach Augen auf und schauen. Wir haben uns einmal im Internet umgeschaut und einige Schnäppchen gefunden. Dabei haben wir natürlich auch unseren Partner Raddiscount beachtet, der sich auf solche Verkäufe spezialisiert hat. Zum Beispiel haben wir ein Centurion Eve Pro 200 gefunden. Das hatte mal eine unverbindliche Preisempfehlung von 829 € und kostet jetzt 459 €. Das sind knapp 400 € Ersparnis. Ich denke, dafür lohnt sich ein wenig suchen. Je nachdem, wie teuer das Fahrrad einmal war, ist natürlich die Preisspanne oder eure Gewinnspanne auch größer. Gerade bei Rädern, die mal extrem teuer waren, also über 5.000 €, kann man gut und gerne, wenn man Glück hat, schon mal 2.000 € sparen, falls man ein Vorjahresmodell in der passenden Rahmengröße noch erwischt. Wir haben so ein besonderes Schnäppchen gefunden. Das ist zum Beispiel ein Centurion Luminis Carbon 3000. Dieses Rad hat mal 4.799 € gekostet und ihr kriegt es jetzt schon für 2.699 €. In nächster Zeit präsentieren wir euch einige Schnäppchen, die wir bei uns gefunden haben, bei unserer Recherche. Wir stellen euch da die Räder in Kürze vor und vielleicht ist ja auch etwas für euch dabei. Das war's für heute. Viel Spaß beim Shopping. Weitere Videos findet ihr hier. Unseren Kanal könnt ihr hier abonnieren. Und die Produktplayliste gibt es hier unten. Bis zum nächsten Mal. Euer Olaf. Tschüss.